Hallo meine lieben Freunde und herzlich willkommen zurück zu Let's Play The Walking Dead mit mir, dem Shardox. Okay, dann machen wir mal weiter. Hä? Okay, wohin? Dahin? Da vorne? Da vorne! Komm, gehen wir doch dahin. Boah, Alter, wir brauchen noch 100 Jahre, bis wir da sind. Shift! Es lohnt sich ja gar nicht, noch langsamer zu laufen. Ah, jetzt fängt die Szene schon an. Gut. Oh, hey. Ach, ich wusste, dass du hier sein würdest. I knew you'd be here. Well, yeah. I told you I was coming here. Anyways. Well. It's sometimes good to have someone watching your back. So, come on, partner. Let's go check out that deck. I like the height. Oh, sie mag die Höhe. Partner? Irgendwie scheint irgendwas nicht mit dir okay zu sein, oder ich antworte einfach gar nicht, genau. Bevor ich alles vorgelesen habe, puff, schon Zeit abgelaufen. Upsala. I hope this place is what we're looking for. God knows we could use a break. Check this out. This gate's still locked. Which means that hopefully no one's gotten to whatever was locked in there in the first place. Who knows what could be in there? Rebecca könnte ihr Baby hier drin bekommen, oder nicht? That could be a place for Rebecca to have the baby. Yeah, that's what I was thinking. Maybe I can pick the lock. The nail file? Versatility is not overrated. You know, it wouldn't hurt to try a heavier hand with this thing. See if you can find something bigger. We might need to bust the mechanism. Okay, wir sollen jetzt irgendwas Größeres finden, ja? Um das kaputt zu machen. Do an observation. Beziehungsweise make an observation. So, also mit der Kanone. Ich glaube mal nicht, wir sollen mit der Kanone da durchschießen. Ich glaube, nee. So, was soll ich denn hier gucken? Da drin, dieses... You think this thing still works? Check the muzzle, Napoleon. The muzzle? They fill them with cement, so they're safe. Ach so, okay. Teleskop? Mal gucken, brauchen wir dafür Geld? Oder können wir einfach so da durchschauen? I guess it's broken. Ja, okay, dann ist es halt eben kaputt, wie auch immer. Poster. Zivilistenkrieg 1863. Uiuiui. Gucken, ob irgendwas im Müll drin liegt. Das können wir machen. Und? Positiv? In dem Mülleimer ist einfach nichts drin. Hey, guck mal, das Poster. Ich glaube aber nicht, dass uns das irgendwas bringt. Wann wird es enden? Was steht da? End this small... And Cold War? Boah, das ist voll... So, das ist so klein, ich kann kaum lesen, was hier da drauf steht. Keine Ahnung. So, also bis jetzt habe ich noch nichts gefunden. Aber vielleicht... Oh, guck mal, das Teleskop. Vielleicht funktioniert das. Und jetzt wieder... Oh, no, it's broken. Oh, nee, it's not broken. There's some buildings across the river. I think I can see a church. The nearest river crossing is miles up. Rebecca wouldn't make it in her condition. Keep it in mind, though. Jane, there's someone coming toward us. Ich konnte jetzt auch nicht genau erkennen, wer das war, aber irgendjemand läuft hier. Shit, shit, shit. He's coming this way. And who knows if he has friends nearby. Warum kommt er hierher? Is he coming up here? No idea. But we should scope him out and see what he's up to. Ja, mich ein bisschen an Sarah, aber das ist auf jeden Fall ein Junge, ja? Die Haare sind kürzer. We've got a
enough on our plates with a baby coming. Soll ich ihn ablenken oder soll ich mit ihm reden? Ablenken. I'll distract him so you can sneak up behind him. Good call. Shit. Hide now. Der hat uns nicht bemerkt? Alter, gibt's ja gar nicht. So, jetzt müssen wir aber was machen. Hey. Hey. Hey, rede mit dem. Hey. Wow. Hey, 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 hey. Ich will nur mit dir reden. I just wanna talk to you. Hey, komm schon, Junge. Verstehst du mich? Do you understand me? Yes. Ach du Scheiße. Der hat aber echt einen zittrigen. I'm going to go. I don't want to shoot. I don't want to shoot anyone. Especially маленькая девочка. Little girl. Okay, einfach nichts machen. Gut, das ist ein Russe. So weit bin ich auch schon. Das habe ich gerade schon gehört. Clem. Make sure he doesn't have any other weapons in there. Hey, guck mir nicht so böse an, okay? No, I have no more guns. I swear to you. We just need to make sure you're not a threat. Was sind das für Spritzen? Ist das alles Medikamente, die er da hat? Anything? Wow. Das ist... Ja, auf jeden Fall. No. Take whatever you want, but don't take the medicine. It's for my sister. My older sister, she's sick. The pain makes her cry and that makes those things come. Please. This medicine is all she has. Warum versteckst du es? That medicine's for your sister. Why are you hiding it in the garbage? I need to keep it safe. Sister or not, we could really use that stuff. No. You are not nice people. You have already left me defenseless, and now you take my sister's medicine? You are very Hey, we've got people who are suffering. Who need this medicine? Ich finde das irgendwie lustig, diese Aussprache. Also, keine Ahnung. Kenny's a mess. Rebecca's in pain. Look at all of it. Clementine, we need people that stuff. People are suffering just as much as yours. You are not special. Clementine, yes. We don't believe a fucking word about your sick sister. Ich weiß nicht, wie ich antworten soll und so langsam muss ich mich entscheiden. Entweder wir nehmen die Tasche oder wir geben ihn sie zurück. I don't believe any of this. Medicine, Clementine. No. You cannot take those from me. Ich weiß nicht. Okay, I'm sick of this. You can go. That's relief to Rebecca's suffering walking out that door because you couldn't make a choice. That's on you. Oh, Bursche. Thank you, Clementine. Thank you. Oh, Mann, ey, aber... Boah, ich weiß doch nicht. Ich kenne den Typen zwar nicht, aber trotzdem. Oh, what are you doing? You don't have to do this. Was machst du? Jane, what are you doing? Don't you ever come around here again. I don't care if you do have some sick sister. The next time I see you, you won't just be walking away. Go. Can't believe I've gotten into this mess. Threatening some stupid kid? Wir hätten einfach nur mit ihm reden müssen. I thought we were just gonna talk to him. I needed to make sure he didn't come back here again. Go get the others. I'm gonna get this place opened. Then we need to get moved in ASAP. Die Medizin hätten wir wahrscheinlich wirklich, wirklich gebrauchen können, aber ich weiß nicht. Clem, hey! Any luck with that observation deck?
I was just checking on Rebecca and Kenny. They said they hadn't heard from you in a while. I don't guess there'd be much, but... Wir haben einen Fremden getroffen. Jane and I were trying to open the gift shop and a stranger showed up. What? Shit. This is the last thing we need right now. What happened? Jane hat ihn erschrocken. Jane took his gun and scared him off. Das ist richtig erschreckt, eigentlich zur Sau gemacht. Glad you're okay. Is Jane still up there now? Ja. She's trying to get the gift shop opened. You know, I can't figure her out. I mean, she really lays it on the line, but at the same time, she doesn't show you anything that counts. I'm never quite sure. Ich mag sie, ich weiß nicht, was ich denken soll. Ich mag sie, ich weiß nicht. Keine Ahnung, das Linke. I'm still not sure what to think about her. She's strong and she's been helping us, but she's cold. Maybe. Nobody's that cold. I'm definitely starting to think we might need to branch out. What do you mean? Jane seems like the kind of person who gets tempered by hardship, you know? But when I look at Kenny now, he seems broken. And broken people get reckless. I know you got a history with him. Look, I think he's a good guy. At least started as a good guy. Du bist falsch, er beschützt uns. Doch, er beschützt uns. You're wrong. Kenny's stronger than anyone. He tries to protect us. I don't know, Clem. I used to think that maybe all the horror hadn't gotten to you yet. But you watched your friend murder Carver. Not just kill him, but... Clem, you didn't even blink. Was Kenny getan hat, das weiß ich nicht. Kenny did go too far. It made me uncomfortable. It bothered. Ich habe gerade keine Übersetzung dafür im Kopf. Ich weiß, was es bedeutet, aber ich habe gerade dafür keine Übersetzung. Das hat sie schon beschäftigt quasi, also... So etwas in der Art. Also sie hat es auf jeden Fall gestört. Die fand sich dabei auf jeden Fall nicht wohl. Als Kenny das gemacht hat. Und Luke wundert sich, warum wir sogar nicht mal geblinzelt haben, als Kenny Carver ermordet hat. Aber eigentlich im Prinzip, er hat es doch verdient. I'm not supposed to be in labor yet, Kenny. What if something's wrong? Nothing's wrong. Babies know how to be born. Clementine. What'd you find? The building around back has an observation deck. Somewhere the baby will be safer? It's coming so much faster than Jane macht's gerade bereit. Getting yourself all worked up over nothing. There's a room up there that might be good for when Rebecca has the baby. Jane's trying to get it open. Sounds good. As soon as Mike and Bonnie are back, we'll go. Hey, Clem. Was ist los, Rebecca? Glad you made it back safe. Aber? How are you feeling? Scared. And it hurts. Oh, man. I wish Alvin was here. Alvin war ein guter Mann. Er würde stolz auf dich sein. Ich sag einfach mal, er würde stolz auf dich sein. Alvin would be really proud of you right now. You think so? I hope you're right. I know it's a waste of time, but I can't stop thinking about things I should have said to him. Things I should have talked to him about. Alvin denkt, dass es ein Mädchen wird. Du wirst eine gute Mutter. Nee, das hier mit dem Baby ist besser. Alvin told me that he thinks the baby's gonna be a girl. Oh yeah? That big dummy never did have a sense for these things. I've got a feeling this one's a boy. You're a good kid, Clementine. I'm glad you'll be there to watch out for this baby. Ugh. Oh, shit. I got this. We ain't seen Mike or Bonnie in a while, and I'm not saying I don't trust them, but I'd appreciate it if you went and checked up on them. Yeah, go on ahead. I'll be fine. Mhm. Alles klar, schauen wir mal, wie weit sie endlich sind. So, ich denke mal, mit Kenny müssen wir jetzt gerade nicht labern. Auch nicht zu Rebecca. Mike und Bonnie. Mike und Bonnie. Stimmt eigentlich. Komm, lauf da durch. Museum? Ja, ich weiß nicht, ob
nicht im Museum vielleicht viele Leute sind, weil das Museum ist ja eigentlich immer dafür meistens bekannt, ultra groß zu sein. Okay. Zumindest die ich gerade denke. Weißt du, welche Museen ich mir gerade vorstelle, die sind zumindest immer total riesig. Aber der hier scheint, dieses Museum scheint nicht so groß zu sein. Hey, Clem. I thought you went with Jane. She didn't take off, did she? Take off? She take off? Well, it's just a feeling. Die ist immer noch mit uns unterwegs. Yeah, she's trying to get the place we found ready for Rebecca. Well, that's good. Just give me like 10 more minutes to search around. He doesn't want to go back empty-handed. What? I just want to help. Oh. Und wir hatten ein schlechtes Gefühl und der sucht die ganze Zeit noch irgendetwas Nützliches. So. So, was ist das hier für ein Viech? Ha? Huh? Sind das diese Wasserspenderdinger? Ja, ne? Genau. Closed. Mal gucken, was er da sucht. Ist ein. Maybe they say that stuff about water and blankets just to get people out of the way. Oh, you don't know what the hell you're talking about. And you didn't have to come with me. No, I wanted to. Cannonballs? Jetzt sag mir nicht, nein. Nein. Wozu? Jane said these don't work anymore. Nah, they're just for show. Be handy, though. Also really loud. Good point. Okay. Alles klar, was wir jetzt machen ist, guck mal da, Souvenirs. Gibt es bei den Souvenirs noch irgendwas Nützliches, was man gebrauchen könnte? Na, ja, das könnten wir doch einfach mitnehmen, ja? Looking for a keychain with your name on it? No. Why would I want a keychain? I don't even have any keys. Ah, good point. Ja, aber du kannst es ja trotzdem mitnehmen. Theoretisch, vielleicht, weiß ich nicht. Was weiß ich denn? There have sure been some animals through here. Watch where you step. Komm. Wir reden jetzt. Ein bisschen Mike. I sure hope we can find something to take back. Me too. Mhm, okay. Ich hab gedacht, ich könnte vielleicht ein bisschen ein längeres Gespräch mit dir führen. Würdest du vielleicht auch darauf eingehen, Mike? I can't believe Rebecca's about to have a baby. Kind of blows your mind, doesn't it? I guess. Cool. Ich denke mal, wir können jetzt hier gerade erstmal nichts machen. Wir gehen einfach mal runter zu Bonnie. Bonnie ist bestimmt irgendwo anders. Genau. An der anderen Seite. Ja, lalala. Genau gegenüber eigentlich. Any luck? No, not so much. Und ich würde sagen, dann hier. Genau. Genau gegenüber. Das meine ich nämlich so. Diagonal. I tell you, I sure. Do you see anything good? Ja, ich habe nicht mal was übersprungen. But let's give the place a good going over. Lee would have loved this place. Oh man, Bonnie, noch irgendwas zu sagen? Gerade? Find anything yet? Not really. Ach, kommt schon, irgendwas muss hier doch da sein. Oh, was ist das denn da unten? Civil War Code? Ein Jäckchen oder so? Was ist das? Hey, look at this. An old coat. Nice. Good find, Clem. You should hang on to that. It's gonna get a lot colder before it's. Nee. Ich könnte das Rebecca geben. Darum geht's mir. Maybe I could give it to Rebecca. That's a good idea. I'm sure she'll really appreciate it. I guess you've already got that old coat I gave you. I feel so bad about everything that happened. Hopefully you won't always think of me like that. Not that I blame you if you did. I haven't always used the best. Du hast realisiert, dass Carver ein schlechter Mensch war. Finally opened your eyes about Carver and what a bad person he was. That's something. Yeah. Clem found a jacket. That's great, but isn't gray the, you know, we can't put Rebecca in a Confederate coat. Oh, I didn't even think about that. Guess it's better than nothing, though. Okay. Und jetzt? Keine Ahnung, soll ich hier noch irgendwas finden oder? Ich weiß nicht. Also ich glaube, das wär's doch jetzt erstmal fürs Erste, oder? Mike, sag was. Tu was. Ah, warte mal. Guck mal da. Da wollte ich eigentlich vorhin schon mal reingehen, aber ich konnte da nichts machen.
Wenn ich jetzt da reingucke, dann gibt's da lots of stuff. Was gibt's denn da drin? Huch, ich kann die Box runterstellen. Das war jetzt gemeint. So. Die Tür ist bestimmt zu. Aber wir können genau das Ding hier öffnen. Was ist das? Ist das Wasser? Over here. Water. Bottled and clean. That's just what we need. Wenn es noch nicht leer ist. It's locked. You wanna kick it down? That'd make an awful lot of noise. Yeah, maybe. You know, if somebody was small enough, they could maybe squeeze through that gap there. Oh, wer könnte das nur sein? Alles klar, ich mach's. I mean, maybe. All right, all right. I'll go. Thanks, Clem. Ja, wenn ich schon sagte, jemand, der klein genug ist, ja. Michael carry those things out. Might be a bit heavy for you. Ich meine nur, dieses immer dieses. Oh, wir brauchen jemanden, der klein genug ist. Oh, Clementine, immer bleibt alles bei Clementine hängen. Das gibt's doch nicht. I'm stuck. Okay. Maybe I push from. Wow! Fuck! Alter, der mich erschrocken. Alter, das gibt's doch gar nicht. Mike hat schon mal richtig passend reagiert. Ich mag dich. Kill it. Womit denn? Well, that happened. Boah, man hätte ihn bestimmt sogar verrecken lassen können. Danke, Mike. Mary and Joseph. Thanks, Mike. Yeah. No problem. I'm so sorry about that, Clementine. We should have been more careful. At least now we got something to bring back. I'll keep checking the other room. Let's get this water. Sind noch voll? Echt? Keiner ist auf die Idee gekommen, hier im Museum nachzuschauen und dieses komische Gate zu öffnen? Hey, I got this. Hä? Ich wollte... Ey, ich habe nicht mal versucht, Q zu drücken. That looks pretty heavy. That's all right. I know it looks like a lot, but we could all go through this pretty quick. Carver was crazy, but at least his shells were always full. We're gonna have to be conservative as hell. You're right. I thought it looked like so much. That baby's gonna be hard on everyone, especially Rebecca. And between you and me, she's not looking too good. Hey, guys! Huh? Was ist denn jetzt schon wieder? Come on, stick close. Haben wir ein Problem? Bloß, dass uns niemand... Ah, ist das ein Waschbär? I could own the place. Figure it'd make a nice meal. We can eat raccoon? I'd eat the shit out of that raccoon. Like, I mean, just that I'd be really happy to eat that raccoon. I'm starving. Fresh meat goes a long way with Rebecca. Eat out. Don't let it get away. Wie das rüberkommt, eat out. Okay, okay, alles klar. Where is it? I think it went over there. Ich weiß, ich habe gerade nicht drauf geachtet. Ich musste gerade zu sehr lachen über den Satz. There he is. He's coming your way. Block him. Nein! Dang it. Nein! Komm, du wilder Waschbär! Ach, scheiße. Ach! Da sind noch Kinder. Ne, dann geht's nicht. Ne, dann geht's auch gar nicht. Nein, nein, nein. I'm even hungrier than I was before. Dieser Satz, ey. Irgendwie bin ich froh, dass es jetzt weggekommen ist. I'm sort of glad it got away. It had a family. Yeah, me too. Come on, let's just get this back to Rebecca and the others. We don't have much time to waste. Hey, sicher, dass ich nicht so ein Ding tragen soll, ne? Wobei, die sind bestimmt echt verdammt scheißenschwer.